erstmal Lobhardt, wo haben Sie Ihr FSJ gemacht? In Sögel am Himmling-Hospital, in der Endoskopie. Mhm. Das heißt, Sie haben da schon Berührung mit medizinischem und pflegerischem Bereich gehabt? Ja, ganz intensiv. Das wollte ich auch gerne. Mhm. War Ihnen vorher schon klar, dass Sie später auch dass Sie Krankenschwester werden möchten oder haben Sie das erst im FSJ entschieden? Also eigentlich wusste ich das schon immer. Seitdem ich denken kann, wollte ich schon in diesem Bereich. Es wurde mir mehr oder weniger in die Wiege gelegt, weil meine Mama auch Krankenschwester ist und meine Tante auch. Und das hat sich so angebahnt und vielleicht geht es dann auch weiter in Medizin, aber mal schauen. Erstmal Krankenpflege. Was war für Sie das Wichtigste, die wichtigste Erfahrung im FSJ? Auf jeden Fall dieses Verantwortung übernehmen. Das kennt man ja so aus der Schule überhaupt nicht. Und wenn man dort da jemanden vor sich liegen hat, der einem quasi ausgeliefert ist, um den man sich kümmern muss, ist das schon prägend. Mhm. Wenn Sie einer guten Freundin oder einem guten Freund erzählen würden oder wenn der fragt, würde, soll ich ein FSJ machen, was würdest du mir empfehlen, was würden Sie dem raten? Auf jeden Fall. Also ich würde, auch wenn ich, also ich so wusste ja, was ich machen möchte eigentlich, auch wenn man nicht weiß, was man machen möchte, genau dann würde ich es machen. Also bei mir finde ich, war jetzt eher so ein Sonderfall, weil ich schon wusste, was ich machen möchte, aber es hat mich nochmal bestärkt. Am ersten Tag wusste ich, ja, das ist meins. Mhm. Und wenn man jetzt ein bisschen so im Zweifeln ist oder nicht sicher weiß, dann auch so für die persönliche Weiterbildung ist das absolut wichtig. Was halten Sie von dem Stipendium? Das ist natürlich super. Also das unterstützt einen nochmal und bekräftigt einen auch in der Entscheidung irgendwie, dass man sich sozial engagieren sollte. Okay, das war schon. Dankeschön. Von Rede.